Nach 12 Jahren endlich Abi. Abitur. Mich um, es riecht echt schlimmer als Cola. What doesn't kill you bringt dich nicht um. Doch ich brauche das fürs Studium. Drum sitze ich hier und verstecke mich in meiner Toilette. Hey, yeah, da, 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 da. Im Pflegepraktikum. Wenn bitte lohnt, fühlt sich trotzdem dumm. Ich pflege, pflege auch untenrum. Hab mich schon gewöhnt. Gemacht, so schön gelegt. Jetzt sitze ich hier und guck's an meinen Fuß. Was ist aus mir geworden? Ja, was ist hier los? Dusch mal hier, wasch mal da. Unbezahlt mach ich das gerne, ist doch klar. Käse mit ein bisschen Brot. Das Gericht hilft mir auch keinem in der Not. Diese Arbeit halte ich nicht aus. Mann, wie komm ich aus dem Scheiß raus? Mann, ich brauche echt noch mehr Pausen. Soll ich auch anfangen zu rauchen? Zimmer 9 klingelt mittags erneut. Der Blutdruck misst sich nicht von alleine hier. 120 zu 80 erfreut. Doch die Kaliumwerte leider unter 4. Und ich muss wieder los. Die Lappen holen, das Bett beziehen. Gericht, Lappen. Ich will nach Haus. Aber das ist erst nach 12 Uhr.